Dhura Manatasana ist die Stellung des Meisters Dhurma. Dhurma, auch genannt Dhurmanatha, der Meister Dhurma, ist einer der 84 Siddhas, der mit den 84 Haupt-Yoga-Stellungen in Verbindung bleibt oder Verbindung ist, mindestens nach einer populären Tradition in Rajasthan. Diese Namen findet man in einer Inschrift auf einem Gemälde in Jodhpur aus dem 19. Jahrhundert. Und dort findet man eben auch alte Darstellungen von Asanas. Wie geht jetzt Dhurmanatasana? Es wird wie folgt beschrieben. Setze dich hin und kreuze die Beine an den Fußgelenken. Also du gibst die Füße auf die gegenüberliegenden Unterschenkel und so kreuzt du die Fußgelenke. Für manche Menschen ist das die einfache Variation des Lotussitzes. Im vollen Lotussitz gibst du die Füße auf die Oberschenkel, aber manche Menschen finden Dhurmanatasana etwas einfacher. Du kannst dabei auch die Hände auf die Knöchel geben, mit den Handflächen nach oben.